Und damit ein freundliches Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Die Sims. Die Sims Hokus Pokus, huch. Ach, das war aber jetzt ein schneller Ladebalken. damit herzlich willkommen zu Die Sims. Wer der eine oder andere kennt wahrscheinlich schon Die Sims, ne? Es gibt ja bereits schon den vierten Teil davon, aber ich möchte mit euch alle vier Teile genießen und einfach durchspielen, was alles die Möglichkeit an diesem Simulationsspiel übrigens zu bieten hat. Wer noch nicht Die Sims kennt, in dem Spiel geht es halt eben darum, dass du quasi Gott bist und du kannst halt eben Menschen, die eigentlich da in Die Sims bezeichnet werden, kannst du die Menschen halt eben steuern. Du kannst einen Haushalt steuern und kannst, sei es jetzt an dieser Haushalt Familie von Spinweb oder dieser Haushalt Familie Neulinger, ganz egal welcher Haushalt, dann kannst du halt eben einen Haushalt wählen und die kannst du dann halt eben steuern, die im Haushalt halt eben wohnen und leben. Du kannst die Sims zum Beispiel befehlen, dass sie jetzt dann zur Arbeit gehen sollen oder dass sie in die Stadt gehen da unten oder sogar, dass sie schlafen gehen jetzt dann, was weiß ich. Du kannst sie einfach komplett steuern und das finde ich einfach nur awesome, Alter, liebe Freunde, ja. ja, willkommen zu den Sims und damit fange ich jetzt einmal an. Und das will ich mit euch jetzt dann hier erleben in dieser Nachbarschaft. Und ja, ich würde mal sagen, wir erstellen einmal eine neue Familie, ne? So, Familie auswählen. Freundlich. Was? Freundlich? Alter. Alter, wer heißt denn bitte so freundlich? Wenn auch schon freundlich. Alter, 20.000 Simoleons. Alter, WG. Jetzt musste ich gerade an die WG nennen, ne? An die WG denken. So. Okay, fängt ja schon mal super an. Junggesell. Nee, komm, wir erstellen jetzt einfach mal eine neue Familie spontan selber. Gib den Nachnamen ein. Ja, welchen Nachnamen? Alter, welchen Nachnamen gebe ich denn jetzt ein? Spoiler. So, Spoiler einfach mal. mir ist nichts Besseres eingefallen, sorry. So, neun Zimmer stellen. Es ist einfach wunderbar. So, gib den Vornamen ein. Ja, warte, jetzt will ich hier erst einmal den Zimmer stellen. Aha. Was ist das da? Nächster Kopf. Nächster Kopf. Ma, Alter. Alter. Nee, doch nicht sein Nikolausbart, Alter. Okay. Aha. Warum hat der hier grüne Haare und da unten braun? Das verstehe ich nicht. Pinke Haare, Alter. Rosa Haare, nee. Der schaut aus wie ein Chinese. Ich kann jetzt so richtig was erkennen. Es ist noch ein 2D-Spiel. Also zumindest der erste Teil war noch ein 2D-Spiel. Wegen die vielen Pixel hier. Das ist ein alter Knacker. Das ist jetzt ein Chinese. Na, das muss ein Japaner sein. Sorry schon. Sorry, bei mir werden manchmal Rassismus und so ein bisschen verwendet und Schimpfwörter, aber naja, hey. Ein bisschen Spaß muss sein. Alter, was gibt's denn hier für eine komischen Köpfe? Oh, das ist geil. Der Spoiler, jawohl, ja, Alter. Den nehmen wir jetzt an. Und jetzt dann vor nächsten Körper. Alter, ja. Na doch nicht. Nee, das ist eher mehr so. Obwohl, warte mal. Trag den noch einmal so her. Gar nicht mal so schlecht, der Körper, ne? Ja, man, die Kleidung jetzt natürlich. Es gibt ja hier so viele Möglichkeiten. Alter, was war denn das jetzt gerade? Kommt der aus Tirol oder was? Sorry. Alter, das ist einfach nur unglaublich. Na, nee. Es sieht alles... Alter! Ein Römer! Gib da den Römer! Alter. Na, warte, ich will denn das erste haben. Das da, das ist der Spoiler, der geile Spoiler. Okay, Kind, nein, mach mal Erwachsener. Helle Hautfarbe, ja, lass mal hell, oder was ist mit... Nein, jetzt haben wir den Kopf weg. Scheiße. Ah, jetzt ist er wieder da, okay. Gott sei Dank. Ja, okay, männlich, Erwachsener und helle Hautfarbe, passt perfekt. Jetzt müssen wir hier noch den Charakter wählen. Wie ist er denn ordentlich? Ja, pff. Ordentlich, so, gehen wir in 3 Punkte.
extrovertiert nehmen wir... So viel Punkte, aktiv eher mehr so viel Punkte, verspielt so viel Punkte und nett auch so viel Punkte. Ja, würde ich mal sagen, das passt so, ne? Und jetzt dann geben wir ihm noch einen Namen, und zwar, er heißt Spoiler... Spoiler... Da Vinci. Oder warte, kann man den Nachnamen eigentlich noch ändern schnell? Da Vinci, warte mal ganz kurz. Da Vinci, und jetzt dann... Fuck, wo ist jetzt der Kopf? Kopf, nächster Kopf. Hallo? Ah, jetzt da. Jawohl, jetzt haben wir wieder einen Spoiler, Erwachsener, sehr gut. Ordentlich haben wir getan 2, dann haben wir das gehabt, gell, das haben wir auch gehabt. Wandel 3, gespielt. So, perfekt. Und jetzt Spoiler. So, Spoiler. Und die Biografie für Spoiler Da Vinci. Alter, das ist einfach nur legendär, sag ich euch. Legendär. Ja, die Biografie, was schreiben wir denn über diesen Typen? Da Vinci. Spoiler. Ist ein Hammer. Na warte. Hammer geiler Typ. Mit einem außergewöhnlichen... Wie schreibt man nochmal außergewöhnlich so, oder? Ist doch jetzt egal. Außergewöhnlichen Charakter. Und ist reich. Ich musste gerade nachdenken, sorry. Also, Da Vinci Spoiler ist ein hammergeiler Typ. Hammergeiler Typ mit einem außergewöhnlichen Charakter und ist reich. Außerdem ist er ein... Ja, ist er ein... Ist er ein crazy shit man? Alter, nein, Alter, sorry, aber das musste ich jetzt einfach mal schreiben. Okay, Da Vinci Spoiler ist ein hammergeiler Typ mit einem außergewöhnlichen Charakter und ist reich. Außerdem ist er ein crazy Shitman. Das ist perfekt. Ja, einfach mal so, fertig, pam. Mehr Charakter. Du hast nicht alle Charakterpunkte verwendet. Bist du schon fertig? Ja, freilich bin ich fertig. So. Da haben wir den Spoiler. Perfekt, jetzt können wir noch einen neuen Sim hinzufügen, aber ganz ehrlich, ich will jetzt dann dabei nur mal einen Sim spielen und sage jetzt dann einfach mal, ich bin hier fertig. Fertig? Bist du wirklich fertig? Du kommst nicht zum Bildschirm, Familie erstellen, zurückkehren, du kannst nicht zurückkehren, um diese Familie erneut zu bearbeiten. Ja, ich bin schon fertig. Und damit haben wir den Da Vinci. Und ja, damit werden wir jetzt dann hier mal, ne, den Da Vinci einziehen lassen. Huch. Wo lassen wir ihn denn einmal einziehen? Es muss ja ein leeres Haus sein. Gibt es hier überhaupt leere Häuser? Hm, ist schwierig mit dieser Auswahl. Lebt denn da eigentlich schon jemand? Nee, da lebt noch keiner. Wie viele Simoleons haben wir eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Hm, das wäre doch eine nette kleine Bude für ihn. Oder da. Da hätte er einen Teich auch noch dazu. Hm, schwierig. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal diese Hütte hier. Da, pam. Haus kaufen. Möchtest du dieses Haus wirklich kaufen? Ja, will ich. So, und ja. Pause erst einmal. Ja, und damit nochmals herzlich willkommen, Leute, zu Die Sims 1. Ja, toll, Alter, die Sims 1. So, jetzt können wir, ich zoome hier ein bisschen weiter rein hier. Und was liegt denn da am Boden?
eine Zeitung wahrscheinlich, zum Altpapier legen, hereinbringen, einen Job suchen, Bild lesen. Was wie Bild lesen? Das habe ich auch noch nie gehört, ein Bild lesen. Das ist eigentlich eine Zeitung, aber ach komm, nennen wir es einfach mal Bild. So, das Spoiler, dieser geile. Hoppala, jetzt bin ich am Mikro angekommen. Boah. Die Nase juckt ein bisschen. Dieser geile Spoiler. Und jetzt würde ich mal sagen, ja, er hat leider noch gar nichts im Grunde. Außer ein Bett, deswegen gehen wir jetzt einmal in den Kaufmodus. So, der Kaufmodus. Ja. Was brauchen wir denn alles? Ich würde mal sagen, da tun wir mal das Wohnzimmer rein. Da muss ja mal ein Fernseher hin. Wie viel Simoleons haben wir eigentlich? Ah, 9794. So, wo ist denn hier die Couch? Sitzgelegenheiten. Ach du Scheiße. Ja, und wo gibt's hier... Ach, okay. Sofas. Alter, das sieht doch geil aus. Himmelsreiter Sofa für 190 Simoleons. Sitzen ist Glauben. Okay. Und du kannst dir kaum vorstellen, welchen Komfort du deinen Sims hier mitbietest. Mit dieser patentierten Lufttechnologie hat unser Designer ein ganz besonderes Werk geschaffen und so bereits die Psyche vieler Sims wieder auf den rechten Weg geführt. Komfort 3, Energie 5, Raum 1. Aha. Ja, wie geil, Alter. Kann ich das jetzt drehen hier irgendwie? Ja, geil. Okay, stellen wir jetzt einfach mal dahin. Dann braucht man einen Fernseher, der müsste hier unter Elektrogeräte sein. Nee, doch nicht unter Video, so. Hier, einen normalen, stinknormalen Fernseher. Alter, ist das der aus Fast and Furious? Der Typ sieht wirklich aus wie aus der Fast and the Furious. Naja, für 500 Simoleons diesen Fernseher mal kaufen. Hier, ja, ich hoffe, das ist richtig. Ich kann hier irgendwie nicht richtig steuern. So, ja, natürlich brauchen wir auch ein bisschen Mucke, ne, im Haus, deswegen kaufe ich den einfach mal ein Radio, einen geilen Radio, der wird schon reichen, ne, für 650, oh mein Gott, heilige Scheiße. Okay, Alter, diese Lampe stört mich, weg hier damit. So, was, perfekt. Im Bad, was brauchen wir hier noch, einen Waschbecken, sehe ich hier, fehlt. So, sanitäre Anlagen. Hallo, Waschbecken? Achso, das sind Toiletten. Ach. Spülen, so. 150 Simoleons. Können wir das hier... Nee, scheiße. Das hier geht auch nicht, aber das geht jetzt hier, gell? Perfekt. Stellen wir mal hier her. Perfekt. Und ja, ach ja, gibt's Spiegel eigentlich übrigens auch? Alter, Whirlpools gibt's auch, geil. Ach ja, genau, wegen dem Erweiterungspack Nightlife. Ich habe übrigens alle Erweiterungspacks zu die Sims. Also alle sechs, ich glaube es waren sechs, ne? Erweiterungspacks. Ja, und sonstiges gibt's ja auch noch. Aha. Einfach mal so ein bisschen durchschauen, ne? Aber wo verdammt nochmal sind hier Spiegel? Ich brauche hier einen Spiegel. Ach, sonst scheiß drauf. Ja, Vorhänge können wir erst dann irgendwie später. Das wird ja alles erst einmal später kommen. Jetzt will ich eigentlich erst einmal richtig zocken. Hier noch ein paar Oberflächen. Ich nehme einfach jetzt einmal das hier. Pam. Einen Wecker brauchen wir auch noch schnell. Wo gibt's hier Uhr? Eine Uhr. Dekoration. Ach, ist ja geil. Küchengeräte. Ich schaue jetzt einfach mal so durch, was es hier alles gibt. Beleuchtung. Ja, komm, eine Beleuchtung brauchen wir ja immer da am Nachttisch. So, Jigging. Und, ach, die Musik finde ich so schön. Alter, das geht voll ab hier. So, Sitzgelegenheiten. Ja,
Irgendwie finde ich ja gerade deinen Wecker nicht, aber das ist jetzt eigentlich unsere geringste Sorge. Alter, ich gehe mir ja mal raus, hier ist ein bisschen zu laut hier. So, ja, jetzt haben wir halt eben ein paar Möbel dazu gekauft, halt eben das Wichtigste, was wir halt eben wirklich brauchen. Und damit, ja, würde ich nochmals sagen, jetzt aber wirklich herzlich willkommen zu Die Sims, liebe Zuschauer. Und jetzt beginnen wir mal mit dem Live-Modus. Oder doch eher nicht, denn der Live-Modus muss leider bis zur nächsten Folge warten. Hehehe, oh, so gemein bin ich aber auch. Ja, Leute, das war die allererste Folge von Die Sims. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir den Spoiler erstellt haben. Ja, dieser verrückte Kauz. Mal sehen, was wir mit dem alles anstellen werden. Es wird sicher ein sehr lustiges Let's Play, auch wenn es vielleicht nur der erste Teil von Die Sims ist. Aber ich hoffe... ja, es gefällt euch trotzdem. Wir werden nämlich viel erleben mit dem Spoiler, viele chaotische Sachen mit ihm erleben und auch machen. Und wie wir den Spoiler kennen, ne? Er ist ja auf Drogen gegangen früher und läuft jetzt an ganz vielen Frauen hinterher. Das heißt, wir werden wohl viel mit Frauen und mit ihm zu tun haben. Und das wird sehr interessant, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.